Ja, hallo liebe Kopterfreunde und Unique-Fans und willkommen auf meinem Kanal. Da bin ich einmal wieder, denn heute möchte ich euch einige Daten und Infos zum neuen Typhoon H520 von Unique vorstellen. Hier sehen wir ihn gerade einmal im Bilde und zwar auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Ja, ich habe mir dann einen Unique-Mitarbeiter geschnappt und habe mir das Ganze einmal etwas genauer erklären lassen. Hier im direkten Vergleich kann man sehen, dass die beiden Kopter, der Typhoon H links und der H520 rechts, ja, fast identisch aussehen, aber das ist nur der erste Blick. Von der Farbe abgesehen sehen wir, dass sich an den Motoren, an den Auslegern etwas geändert hat, die dann eben nicht wie beim Typhoon H 480, sondern eben 520 mm bringen. Gesteuert wird der H520 durch einen neuen Flight Controller und die Stromversorgung bezieht der H520 über einen High Voltage, einen Hochleistungsakku mit 6850 mAh, was den H520 die Möglichkeit gibt, um die 30 Minuten in der Luft zu bleiben. Auch die Propeller des H520 sind länger, breiter und haben einen anderen Anstellwinkel, die in Verbindung mit der Focmoto-Regelungstechnik bessere Effizienz, Performance und Zuverlässigkeit unter allen Geschwindigkeits- und Lastbedingungen haben. Der Typhoon H520 wird in drei verschiedenen Versionen in den Handel kommen, wahlweise mit oder ohne RealSense-Modul, und man hat die Wahl zwischen drei verschiedenen Kameras, der Sigio 3 Plus, die Standardkamera, die es bereits jetzt schon gibt, die Sigio CI und natürlich auch die Sigio ET. Die Sigio CI, einmal hier im Bilde, ist ebenfalls eine neue Kamera. Diese besteht aus einer siebenteiligen Glaslinse und hat einen 50 mm Blickwinkel, was eine Cinema-Optik erzeugt. Diese Kamera soll alle Ansprüche von Inspektoren, Sachverständigen, Fotografen und Filmemachern erfüllen und kann über die ST16 vollumfänglich gesteuert werden. Zusätzlich dazu hat diese Kamera nicht wie die Sigio 3 Plus einen Schwenk bis 30 Grad nach oben. Weiterhin gibt es noch die Wärmebild- und Restlichtkamera, die Sigio ET. Diese gibt es ja bereits schon im Handel und soll unter anderem bei Such- und Rettungsaktionen von Polizei oder der Feuerbrandbekämpfung im Landwirtschaft und Forstwesen oder bei Hausinspektion oder Überprüfung von Photovoltaikanlagen genutzt werden können. Kommen wir nun zur Steuerung des H520. Der Typhoon H wird ja mit der ST16 einmal hier im Bilde gesteuert. Diese ST16 ist aber nicht mit dem H520 kompatibel. Die neue ST16 für den H520 beherbergt einen neuen Prozessor, einen Quad-Core von Intel, denn dieser ist leistungsstark genug, um programmierbare Wegpunkte mit variablen Höhen zu programmieren. Das wäre in dem Fall das sogenannte Geo-Mapping. So kann eine Missionsplanung bereits im Vorfeld gestartet werden. Weiterhin wird es natürlich auch möglich sein, mittels Software Development Kit den Typhoon H520 an seine Bedürfnisse anzupassen. Zusammengefasst kann man sagen, der H520 ist auf dem Stand der Technik. Mit dem High-Voltage-Akku kann der H520 30 Minuten in der Luft bleiben, ist dabei extrem leise und kann noch mehr Last tragen. Außerdem dazu besteht die Möglichkeit, Wegpunkte bzw. Missionsplanungen im Vorfeld an der ST16 durchzuführen. Auch das Software Development Kit lässt keine Wünsche offen und man hat die Qual der Wahl zwischen der Sigio 3 Plus, der Cinema-Kamera Sigio CI und der Wärmebild- und Restlichtkamera der Sigio ET. Puh, damit sind wir am Ende des Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch das alles ein kleines bisschen nett verpackt in diesem Video zusammentragen. Ich sag tschüss, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!